Mit Ramazama durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, und wir spielen weiter Final Fantasy 15. Und ich habe mal ein bisschen das Mikro runtergedreht, weil es extrem, also jetzt nicht übertrieben laut ist, aber viel lauter als das Spiel an sich. Und Moment mal. Ich weiß nicht, inwiefern das Gamer-Musik ist. Deswegen muss ich die Musik leider ausstellen. So leid mir es tut, weil die Sounds sind echt cool. So. Ja, wir spielen weiter. Und wollten Ungeziefer beseitigen. Ich habe das Spiel ein bisschen lauter gedreht und das Mikro ein bisschen leiser. Gehen wir! Okay. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Vielleicht freut sich eine gewisse Mechanikerin ja. Ach. Daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee. Wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Habt ihr das jetzt auch gerade gesehen? Entschuldigung, meine Stimme. Das war gerade ein bisschen verbuggt. Da war gerade ein Gegner kurz vor mir und dann war er wieder weg. Bleib dicht bei mir, dann können wir zusammen kämpfen. Okay. Ignis! Du bist ja richtig in Fahrt! Vorsicht! Bist du okay? Ja, ich komm klar. Gladio! Ignis, vorsichtig. Positiv. Brillant. Kinderleicht. Gladio, los! Lock, ich deck dir den Rücken. Ich verlass mich drauf. Großartig, Doc. Kinderleicht. Jetzt. Gut, das war's. So, hätten wir das erledigt. Und ich würde sagen, wir machen dann jetzt immer direkt eine Hauptmission, damit wir uns nicht zu viel mit Nebenmissionen befassen jetzt erstmal. Ihr wollt ja ein bisschen was von der Story sehen. Übernimm dich bloß nicht. Verschwinde! Schön brav, meine Lieben. Deine Zeit ist rum.
So. Gehen wir einkaufen. Ein bisschen Kohle zusammen. Ja, okay. Oh, was darf's heute sein? Gute Arbeit. So. Wollt ihr was essen? Das hier sind unsere Problemkinder. Obwohl wir könnten eigentlich noch... Ja, den einen Auftrag können wir eigentlich noch machen. Also mutig, mutig. Passt auf euch auf. So, gucken wir mal kurz. Warte mal, Ausrüstung. Wir haben noch keine Accessoires. So, ich weiß nicht. Ich glaube, ich war schon einkaufen in einen von den zwei Folgen. Nett, dass du mal wieder reinschaust. So, okay. Elixier. Super Elixier. Okay, das brauchen wir alles. Das brauchen wir nicht. Habe ich mir direkt abgewöhnt. Ich habe einen Bronzereif. Okay. So, hier können wir erstmal ein bisschen Kohle machen. Das brauchen wir eigentlich später. Brauchen wir das Zeug, aber jetzt können wir es erstmal verkaufen. Später müssen wir das sammeln. Das können wir zum Aufrüsten von Waffen benutzen. Aber im Endeffekt bräuchten wir es rein theoretisch auch nicht, weil wir finden viel bessere Waffen. Aber egal, so. Und zwar will ich hier... Wie viel kann man davon holen? 45. Okay, ich nehme mal... Hoch. So. Besten Dank. Dann das. Dann war es das schon. Also das Super Elixier brauchen wir unbedingt. Ja, hier. Kommt den einen noch. So. Bis zum nächsten Mal. Sollte erstmal reichen, sind wir erstmal ausgestattet für die nächsten Missionen. So, wie weit weg ist das? 800 Meter. Da ist das Auto. Gehen wir. Los geht's! Machen wir den noch, oder die drei Viechter. Und dann machen wir eine Hauptmission. Werden wir das die Folge noch schaffen? Ich weiß es nicht. So, Reifen warm fahren. Raus mit euch. So, raus mit euch. Also los, Bewegung. So, ich wollte noch mal kurz gucken, Ausrüstung. Ach, er hat den Bronzereif drin, ja, wegen LP, hatte ich ja erzählt, genau. Keine Absicht. Bald klingelt die Kasse, Leute. Dann mal los.
So. Jetzt brauchen wir den Supertrank. Da ist nämlich unsere Leiste direkt wieder voll. Ist okay? Ja, das Anvisieren ist hier so ein bisschen scheiße gemacht. Er visiert immer einen anderen an. Ich will, wenn ich einen anvisiere, dann will ich auch bei dem bleiben. Dann will ich nicht, dass mein Charakter einfach umswitcht. Scheiße. Die sind eh eigentlich zu schwer für uns. Eigentlich sollten wir die noch gar nicht machen. Kein Problem. Aber das ist egal, weil ich habe auch schon mit Level 9 habe ich auch schon Level 30er besiegt. Man muss es halt noch richtig anstellen. Sauber, Gladio! Große Waffen sind bei schnellen Hitler nicht gerade die beste Wahl. Und das kommt ausgerechnet von dir. Brauch eine schnellere Waffe. Ja, ja. Ignis. Perfekt. Steh auf. Da, er geht wieder auf den anderen. Ich habe den anderen anvisiert. Hervorragend. Auf dich ist Verlass. So, da fehlt noch einer. Wo ist er? Da. Aufpassen, sonst war's das für uns. Immer cool bleiben, Marco. So. Haben wir das. Das war knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. So sieht ziemlich aus. Geschafft ist geschafft. So, es wird dunkel. Jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir zurückkommen. Denn jetzt so ein Siecher in der Nacht zu begegnen, ist mies. Gehen wir. So, los geht's. So. Holen wir noch unsere Belohnung ab. Ach, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? So, ich muss mal kurz den Fernseher. Mal kurz einen Knopf drücken, weil der sich sonst ausgeschalten hätte. So. Ob der Flitzer da drüben aus Insomnia kommt? Hä? Ach, du bist es wieder. Beeindruckend. So. Hätten wir das. Falls ihr Fragen habt, schießt los. Pickt euch was raus. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gegessen. Momentchen bitte. Guten Appetit.
Zu viel Essen ist auch nicht gut. So, okay. Ab ins Bett. Hm. Was mich halt auch ein bisschen ärgert, ist, dass man nur kochen kann, wenn man zum Beispiel zeltet halt. Aber er hier jetzt zum Beispiel nichts kocht, so wie wir das jetzt ja gerade mitkriegen. Finde ich ärgerlich. So, haben wir wieder unsere Bilder. Wow, das ist richtig gut geworden. Und der Regalia ist auch schön drauf zu sehen. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. So, okay. Machen wir mal zur nächsten Hauptmission. Eingekauft haben wir ja. Ich gehe trotzdem noch mal gucken. Morgen. Morgen. Zieh dich einfach in Ruhe um. Nee, warte mal, das ist zu teuer. Wir nehmen davon drei mit. Besten Dank. Davon drei. So, dass wir von jedem ein bisschen was man haben. Man sieht sich! Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. So, siehst du? Da haben wir nämlich direkt ein neues Rezept bekommen. Neuer Tag, neues Glück. Ja! Auf geht's! Also wenn wir nämlich jetzt ankommen, können wir danach nämlich nicht mehr selber fahren, dann ist automatische Fahrt angesagt für eine ganze Weile. Ich guck nochmal kurz, wir müssen... mal umdrehen und hier entlang jetzt. So, mit Vollgas hier rum, zack. Ja, wir können übrigens auch am Auto einkaufen, das stimmt. Finde ich zwar ein bisschen unlogisch, aber kann sehr praktisch sein.
So, da haben wir sie schon, die nächste Stadt, das nächste Dorf. Eine Stadt ist das nicht. So richtige Städte werden wir ja auch noch zu sehen bekommen. Gut, das reicht fürs Erste. Bis du dich an die Straßen hier gewöhnt hast, übernehme erstmal wieder ich das Steuer. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lasst den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Umbra, eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Noct? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Ja, das ist die, die Kanaki oder wie die heißt. Also die heißt ja Iris, glaube ich. Das ist so eine Pass gut auf Heilerin dich auf. Oder sowas. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Ich muss mal eben was trinken. So. Dann gehen wir noch mal kurz ins Krähennest, oder? Nee, geht gar nicht, weil... Hier, Aufgabe. Wartet mal kurz. Bei der Lieferung eben war auch etwas für Meldatio dabei. Meldatio? Du meinst die Jägerzentrale? Korrekt. Ihr Vorsitzender ist gerade vor Ort. Könntet ihr ihm die Sachen bringen? Noct, das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. So, wir müssen bloß hier rüber, deswegen machen wir das gleich direkt. Oh, ihr seid's. Danke für die Hilfe neulich. Eine Lieferung für dich. Ach so, entschuldigt die Umstände. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken. Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Wenn du sie hast, dann heißt das wohl... Ja, wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, bleibt nur das von uns übrig. Wir sammeln die Marken und schicken sie den Hinterbliebenen... War gerade im Begriff, die Umgebung hier nach welchen abzusuchen. Traurige Sache. Hört mal, wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay, wird gemacht. Nicht weit von hier soll es neulich einen Jäger erwischt haben. Fragt am besten auch mal unseren hiesigen Kontaktmann. So, okay. Erkennungsmarken also. Für die Hinterbliebenen wichtig, um Abschied nehmen zu können. Sicher nicht leicht. Die Armen. Können uns ja mal beim Informanten umhören. Fotozeit! Oh, großartig!
So, wir fahren noch zum Galdinkai. Und dann war es das schon wieder für die Folge. Prinzenversand. Lasst nichts liegen. Okay. So, ab jetzt kann ich bis zum nächsten Kapitel nämlich nicht mehr fahren. Das macht er, solange wie es hell ist. Wenn es dunkel ist, kann ich natürlich fahren. Aber da treffen wir natürlich auch auf Gegner. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Dass Lucis und Niflheim sich auf Frieden verständigen konnten, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lucis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nacht. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab. Ja, das habe ich gemeint mit Kanagi. Das ist irgendeine Heilerin oder sowas. Die macht dann ihre Gebete und heilt Leute und sowas. Was der direkte Hintergrund oder... der direkte Hintergrund ist... Das Meer! Ist. Ich kann das Meer sehen! Oh, Tatsache! Das ist der Galdinkai. Schwimmen, das wär's! Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute! Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Freu mich schon drauf! Ja, das Krasse ist, hier kosten die Zimmer sau viel Kohle. Da wären wir. Wie angenehm, andere Leute zu sehen. So, wir tanken. Ich weiß gar nicht, warum wir alles zur Hälfte billiger kriegen. Ob das im Spiel so ist, weil wir halt der Prinz sind. Oder ob das an dem an der Premium Edition liegt, dass wir alles zur Hälfte billiger bekommen. Das weiß ich gar nicht so direkt. Aber gut. Machen erstmal Schluss für heute an dieser Stelle hier und sehen uns dann bald wieder in der nächsten Folge Final Fantasy 15, wenn wir dann gucken, was es hier so alles zu entdecken gibt in dem Kai. Und schauen wir mal, hier gibt es ein paar Sachen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.